direkt zu einem neuen Party Sims 4 Asylum Challenge. Die gute Ruby übt hier ein bisschen Magic, weil das dürfen wir nicht vernachlässigen. Wir möchten ja schon hier raus aus dieser Anstalt. Und ja, heute ist Prom Day. Ja, denn vielleicht habt ihr im letzten Part gesehen, wir waren auf der Highschool, in der Highschool, also wir waren in der Schule. So, ich nehme diesen Part übrigens direkt danach auf, weil es war mir gerade so viel Spaß, ich will gar nicht aufhören. Genau, also wie das mit dem Abschlussball abläuft, weiß ich gar nicht. Seit wann stehst du denn hier? Nucky got to work. Also ich denke mal, wir kriegen bestimmt eine Einladung, oder? Oder müssen hier dieses zusammen mit Ruby gehen oder wie auch immer. Ich bin gespannt. Ich habe das Auditorium noch nicht überarbeitet. Was? Was haben wir denn gemacht? Gar nichts. Ich möchte gerne Hausaufgaben machen. Wo sind denn unsere Hausaufgaben, hä? Haben wir keine im Inventar? Oh, wo habt ihr denn Drink her? Ich will auch was trinken. Ach so, stimmt, wir haben hier eins, ne? Ja, ich möchte gerne was zu trinken haben, und zwar ein Kirschschlürf. Ist das unsere Hausaufgabe? Warum liegen die da? Hä? Na gut, dann machen wir nachher auch noch die Hausaufgaben. Aber wir trinken jetzt schon mal ein bisschen was. Ich meine, wir haben gerade mal 1 Uhr, aber das ist Saft. Das ist ein leckerer Kirschsaft. Die sehen natürlich auch aus, als hätten die nur Saft getrunken, aber aus einem fancy Glas. Also, Leute, ihr dürft Saft trinken. Aber bitte nur Saft, so wie sie. Guckt, sie trinkt auch nur Saft. Lecker. Ja, ich habe heute noch keinen Saft getrunken und möchte auch noch nicht. Auf jeden Fall bin ich echt gespannt, wie das aussehen wird. Eine Plasmafrucht. Ich hatte mir schon angeguckt, wie das aussieht, das Auditorium. Und habe, glaube ich, 2 Tanzdinger dazu gepackt. Aber mehr habe ich da jetzt auch nicht gemacht. Und ja, mal gucken. Oh no, uns fehlt nur noch ganz, ganz bisschen. Mano! Ich weiß, ich weiß gar nicht, geht denn der ganze Haushalt dann zum Abschlussball? Weil die anderen haben natürlich alle keine schicke Abendgarderobe. Sie hat natürlich was Schönes. Hat sie sich hier gekauft irgendwann und in ihrem Dings verstaut. Die hören gar nicht mehr auf zu trinken, ihren Saft. Was ist das denn hier? Es sieht lecker aus. Oh, ich glaube, die müssen das sich hier alles ein bisschen schön trinken. Ne? Also sie ist zufrieden. Ui, hier gibt es leckeres Essen. Angeknusperte Burger. Lecker. Und wir machen hier eine auf Putzmädchen, oder wie? Mann. Auf jeden Fall stand, dass es Samstagabend losgeht, soweit ich weiß. Da. Silvester. Hier, Abschlussball. Von 19 bis 23 Uhr. Oh, alle gehen hin. Dann muss ich mal jedem kurz ein Outfit geben. Kleinen Moment. Oh mein Gott, Leute. Ich habe den gerade allen so schöne Kleider gegeben. Das sieht so schön aus. Die sehen so hübsch aus. Wir sagen dann einfach, dass die Besitzer dieser Anstalt, die Pfleger oder was auch immer, denen das Geld gegeben haben und die ruhig shoppen durften und sich Make-up kaufen durften und sowas. Vor allem die Mädels. Die Männer sehen auch gut aus, aber die Mädels, da muss ich schon sagen, die sehen echt gut aus. Ich hätte Bock auf ein magisches Duell. Hast du Bock? Ich schicke mal beide hier eben nach draußen, weil ich weiß, dass die drinnen... Was ist denn mit dir los? Dass die drinnen keinen Platz haben und dann meckern. Deswegen schicken wir mal beide raus. Wo ist die gute Stute? Da kommt sie. Ah, hast du Bock auf ein magisches Duell? Lass mal kämpfen. Witz über Akne machen. Haha, du bist so hässlich, du hast Akne. Nein, Spaß. Das ist überhaupt nicht witzig. Dann ist das halt so. Jeder hat mal Pickel, ist doch egal. Let's go. Ich hätte halt eigentlich schon... ich liebe meine Skins, aber ich hätte schon Lust, dass die Pickel da durchkommen. Das fände ich echt cool. Aber... geht irgendwie nicht. Aber vielleicht überarbeitet der Creator die Skins nochmal und dann kann man die Pickelchen auch dadurch sehen und die Haare und so. Das fände ich richtig cool. Let's go, lass uns fighten. Ich finde es immer wieder cool. Oh, guckt euch das an. Ja. Wow, Schutzschild. Piu. Expecto Patronus. Hallo. Und? Ist das cool. Boah, und? Wobei ich finde, wenn man... ja, sehr gut. Wenn man mit Händen kämpft, sieht es irgendwie cooler aus als mit Zauberstab, ne? Oh, ja! Ruby ist jetzt eingeweiht. Sehr gut. Wir gucken erstmal direkt, was wir uns denn hier holen.
meld mich gleich. Ja, wir nehmen Zähmung des Unzähmbaren. Ungezähmte Zauber und Zaubertränke sind mit normaler Zauberladung immer erfolgreich. Zauber im geladenen und übergeladenen Status schlagen seltener fehl. Das nehme und einmal das hier, glaube ich, entladen. Das finde ich ganz interesting. Ja, sehr gut. Können wir uns jetzt hier entladen oder auf dem Boden sitzen? Oh mein Gott, an Schwarm denken. Oh mein Gott, das machen wir gleich. Begleiter Magie üben. Nee. Können wir uns hier entladen oder sowas? Nee, können wir nicht, weil wir wahrscheinlich dieses Ding nicht voll haben, ne? Vorsätze fassen. Oh mein Gott, ja, besser in der Schule werden. Und ich möchte hier an Schwarm denken. Oh, Jeb ist unser Schwarm. Oh mein Gott, Jeb. Ah, wie sieht das aus? Ui. Ja, wir haben uns einen Vorsatz gefasst. Oh, guck mal, sie denkt an Jeb. Oh, ist das süß. Oh mein Gott. No, das war ja niedlich. Ja, deine Bilder. Was haben wir hier gemacht? Stopp, das muss ich hier alles sehen. Was ist das? Überragende Fähigkeiten, weil ein magisches Duell gewonnen hat. Ruby sieht das Gesicht des Sieges und bemerkt, dass es ihr Gesicht ist. Geteiltes Leid, Vorsatz gefasst. Ah, okay. Wir gehen mal was schnabulieren, denn es ist erst um 19 Uhr der Abschlussball. Und zwar, wir können ja mal was... Achso, erstmal leeren wir diesen Müll hier raus. Ich habe die Tür jetzt übrigens für alle aufgemacht. Die gehen ja eh nicht raus. Aber weil die halt dann zur Schule gehen, dann muss ich die jedes Mal dahin teleportieren, wieder hier rein. Da hatte ich keinen Bock drauf. Sehr gut. Und jetzt, stopp! Genau, jetzt machst du dir was zu essen, aber du machst es schon selbst, ne? Eiertoast, okay. Und? Ich sage es... Achso, ich wollte schon sagen, warum sind wir denn kokett mit dir? Ich sage es, klappt nicht und wir fackeln irgendwas ab. Ich hab's gewusst. Warum ist das so? Weil das hier drüber hängt oder warum? Löschen. Hallo. Oh Gott. Wow, es reicht nicht mal, um unser Geld hier zu bezahlen. Das Ding kostet 3000 irgendwas. Mann, oh. Ja, wir haben eine neue Angst vor ihr. Das hatten wir letztens schon. So, ich habe ein bisschen Geld gemacht, indem ich das hier und das in der Seite verkauft habe, weil es geht mir so auf den Nerven, dass wir jedes Mal so viel Geld bezahlen müssen, nur weil das Teil abfackelt und jedes Mal... Ja, wir haben dafür auch kein Geld. Was soll ich sagen? Achso, jedes Mal kriegen die das einfach nicht hin. Das geht immer. Also wirklich, bisher hat noch nie jemand was geschafft. Oh no. Bisher hat noch nie jemand geschafft, was zu kochen, was nicht verbrannt ist. Geh jetzt duschen, du stinkst. Wir wollen ja nicht stinkig auf den Abschlussball. Ja gut, zu essen gibt es jetzt nichts, aber ich glaube, man kann ja auch beim Abschlussball was essen. Ich will noch mal was ausprobieren. Du schläfst, toll. Wo bist du? Hier unten bist du. Ich hatte doch hier vorhin Magie. Nee, nicht Inferno. Wo war das denn hier? Magie, Zauber. Was ist denn Chillo? Was ist das? Oh, Ruby. Oh, ich hasse dieses Badezimmer. Ich freue mich so, wenn wir endlich in ein schönes Haus ziehen können. Wobei Ruby kein Geld hat, um in ein schönes Haus zu ziehen. Wir ziehen eh als Obdachlose irgendwo hin. Och, Mano. So, was ist Chillo? Oh. Wo ist sie? Und? Was jetzt? Oh! Das ist aber nicht gefährlich, oder? Also wir können die... Inferno? Oh nein, ich will die nicht umbringen. Hallo. Oh Gott. Aber jetzt, die fackelt jetzt nicht, oder? Es tut mir so leid. Wir müssen auf den Abschlussball. Hallo. Warum kriegen wir denn keine Nachricht? Oh, scheiße. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Hä? Ich verstehe das mit dem Abschlussball nicht. Ach man, oh Leute, ich glaube, ich hätte jemanden zum Abschlussball einladen müssen, oder? Ach man, wir gehen wieder nach Hause. Ja gut, dann schreib mir mal bitte, wie das funktioniert mit dem Abschlussball, weil hier ist auch nichts. Ich habe gedacht, wenn ich die jetzt hier reinsetze, dann... Oder klappt das nicht, weil wir heute Silvester haben? Kann das daran liegen? Das könnte auch sein, oder?
Naja, dann ziehen Sie sich jetzt aber trotzdem mal alle an. Ich möchte, dass ihr alle eure schicke Robe anzieht, damit ich euch das mal zeigen kann. Und dann feiern wir halt einfach Silvester alle zusammen. Oh Mann. Jetzt bin ich schon ein bisschen traurig. Guckt mal, wie schön sie alle sind. Ich habe die jetzt alle hier hingesetzt und ja, die gucken jetzt ein bisschen dieses Countdown-Ding da hier Fernsehen. Und guckt, wie schön die sind. Eigentlich sollten die so halt zum Abschlussball gehen, aber irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert. Aber macht ja nichts. Sie sind ja trotzdem schön und die Outfits haben sich trotzdem gelohnt, obwohl jeder am Handy hängt, aber naja, dann ist das halt so, ne? Aber ich finde, es ist trotzdem ganz süß. In unserer kleinen Anstalt. Alle am Handy. Ich glaub's nicht. Aber trotzdem schön. Ja, und so feiern die halt alle dann ins neue Jahr, wenn man das Feiern nennen kann. Und ja, wir machen mal ein bisschen Musik an. Wir machen hier ein bisschen Pop an. Wenn ich's finde. Ja. Ja, jetzt haben wir hier den Countdown bis Mitternacht. Die haben sich jetzt alle hier versammelt. Finde ich voll süß da oben. Ja, und die sitzen dann auch hier alle oder stehen dann auch hier alle. Ja, Shishibi, yay! Frohes Neues, yay! Frohes Neues, Ruby! Ja! Wow! Ist das süß. Shishibi, ja, Shishibi. Und haben wir jetzt frohes neues Jahr? Ja, wir haben Neujahr. Cool. Das ist süß. Yay! Oh, wir nehmen uns auch mal einen Drink. Ein Getränk. Rufen, um Getränke zu nehmen. Ja, das ist cool. Dann trinken wir jetzt alle zusammen nochmal einen. Oh. Ja, wir nehmen uns alle ein Getränk und trinken alle was. Was machst du denn? Warum sitzt du dich jetzt hin? So, trink dein Getränk. Süß. Ja, war ein süßes Silvester. War anders als erwartet, weil ich habe gedacht, wir machen unseren Abschluss, aber naja. Manchmal kommt dann doch alles anders, aber was sagt ihr zu den Outfits? Sie sind schön, oder? Also ich finde, das ist. Haben wir schon schön gemacht. Hier so das Gelbe. Ich finde, sie sieht ein bisschen aus wie so von hier. Das Biest, die Schöne und das Biest. Ah, Ruby ist natürlich sowieso ein Hingucker. Guck mal, die Maus. Ja, und Ashley. Ja, du bist so süß. Ach, guck, wie hübsch sie ist. Oh, die ist so süß. Und natürlich ist sie die, die natürlich hier aufräumen muss, ne? Oh, wir haben uns irgendwie zurückgepackt. Naja, dann ist das so. Ja, wir gehen jetzt mal Pöpi machen, weil es ist wieder soweit. Aber erst machen wir es sauber. So gehen wir nicht auf die Toilette. Das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Ach Manu, ich bin so traurig, dass es mit dem Abschlussball nicht geklappt hat. Aber egal, das ist ja eh irgendwie gefühlt jede Woche Abschlussball. Und dann klappt es vielleicht beim nächsten Mal. Dafür haben wir ja hier einen Punkt bekommen. Wir sind jetzt Eingeweihte. Was fehlt denn eigentlich noch? Meisterin und Virtuosin, also. Wir sind nicht mehr weit weg, ne? Ah, wer kennt's nicht? In so einem schönen Ballkleid erstmal die Toilette schrubben. Ja, besser geht's doch nicht. Das sieht gut aus. Das sieht. Und dann sieht die auch noch so aus, die Toilette. Aber das ist ja ekelig. Oh, was haben wir getan? Hilfe! Da. Silvester war erfolgreich. Ja, bei jedem war Silvester erfolgreich. Toll! Das freut mich. Wie heißt du jetzt nochmal? Ashley, ja. Und, nee, du heißt. Ach du Sascha, mein Gott, ich vertausche die Mädels immer. Es tut mir leid, aber die sehen echt schnieke aus, ne? Ja, ansonsten gehen wir jetzt nur noch essen und dann schlafen. Und dann würde ich, glaube ich, sagen, beenden wir den Part sogar an der Stelle. Bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Und wir machen uns was zu essen. Wir haben keine Mikrowelle. So, wir machen uns jetzt noch einen Gartensalat, weil da kann nichts anbrennen und da brauche ich mir auch keine Sorgen zu machen. Und ja, dann bedanken wir uns fürs Zusehen, ne, Ruby? Ja, Danke, dass ihr dabei wart und vielleicht gehen wir dann beim nächsten Mal auf den Abschlussball. Vielleicht klappt es bis dahin. Ansonsten, ja, viel Spaß beim Gucken. Süß. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.